Hallöchen, Leute! Ich heiße euch willkommen zu einem wundervollen neuen Part von Pokémon Glaze. Im letzten Part haben wir wieder den wundervollen Pokémon-Turm gemacht und in diesem Part... Ah ja, Rivale! Kämpfen wir gegen den Rivalen! Zwischen den Parts habe ich jetzt Magnetino, ich meine natürlich Brain, mal eben auf Level 14 trainiert, was ziemlich gut geklappt hat. Ich habe das Gefühl, der gute Brain, der hat großartiges Potenzial, wenn er nicht zu früh stirbt. Und ja, wie es aussieht, kämpfen wir jetzt gegen einen Endivier. Hallo Endivier. Du wirst gebrained, okay? Na, verdammtes Rasierblatt. Mag den Angriff nicht. Friss Metal Sound. Alter, ich sag's dir, Endivier, du wirst richtig bedient von mir. Ich meine ernsthaft. Lauf! Lauf, solange du noch kannst, du kleine Birne, du. Lauf. Nein, du entscheidest dich gegen das Laufen, okay. Habe ich kein Problem mit? Dann schalte ich dich mit einem Geschick. Tackle, ernsthaft. Du willst Magnetilo mit Tackle ausschalten? Ja. Yeah. Brillante Idee. Aber ich muss sagen, es hat eine gute Spezialverteidigung. Dafür, dass ich zweimal Metal Sound gemacht habe, ist das immer noch relativ wenig Schaden. Respekt dafür, Chikorita. Ja, du wirst trotzdem sterben. Sag ich doch. Ah ja, und ich habe Brain den Epiteiler weggenommen. Pikachu. Ich glaube, gegen Pikachu setzen wir Blattoman ein. Blattoman. Weißt du, was eigentlich das Problem ist? Ich konnte es bisher nicht schaffen, entweder Blattoman oder Pfützi weiterzuentwickeln vor der Arena. Was nicht gut ist, denn ich glaube, beide werden zu Bodentypen, wenn sie sich einmal entwickelt haben. Und das wäre sehr hilfreich. Aber es scheint nicht zu passieren. Und allzu viel Offscreen will ich da auch nicht machen, weil irgendwann wird es ja auch dann ein bisschen lame. Oh, fuck. Warum fuck? Fucking Pikachu, geh mir nicht auf den Sack. Ja, warum kannst du Donnerwelle? Warum kann mein Brain das nicht? Der Brain, ich sag's dir, der Brain, der könnte damit sehr viel mehr anfangen. Und dann bist du down, Pikachu. Fuck, nur Level 14. Weil es mir das Gefühl gibt, dass dieses Rasierblatt sehr, sehr stark war. Naja, du bist nur ein Anfänger und jetzt gehe ich. Oh, verzieh dich. Dankeschön. Ich würde sagen, für die Arena packe ich mal eben den guten Blattoman an die erste Stelle. Der wird mein Man in der Arena sein. Dann hoffen wir, dass alles gut geht. Ja. Und ich habe gelernt, dass die Pflanzenangriffe in diesem Spiel, beziehungsweise wenn es nicht direkt auf alles zutrifft, am Angriff selber liegt, dass das auf jeden Fall physisch ist. Dieses Rasierblatt ist definitiv nicht speziell gewesen. Ich meine, vom Reflektor her wurde es runtergeschwächt. Und der Metallsound hat ihm auch nicht wirklich weitergeholfen. Das sind ganz klare Indizien dafür, dass dieses Rasierblatt ein physischer Angriff ist. Vielen Dank! So. Was hast du denn auf Lager, Mike? Oh. Britzli, du fehlst mir. Das war eine bessere Zeit mit dir, Britzli. Meine Zeit sind vorbei. Wir kämpfen jetzt alle nur, um zu überleben. Das bedeutet leider, dass nur einer von uns beiden überleben kann. Und mit deinem Charge hast du ganz offiziell bewiesen, dass du nicht der eine Überlebende sein wirst. Es tut mir leid, Shanks. Britzli, es tut mir leid. Aber du stirbst. Wundervoll. Und das ist ein Level-Up für Blattoman. Ich hoffe, auf Level 16 entwickelt sich Blattoman. Das wäre super. Weiß auf jeden Fall, dass er sich zu Chelterra auf Level 32 entwickelt. Das hat auch jemand geschrieben. Das ist ganz gut zu wissen. Denn wenn es sich entwickelt, lernt es meines Wissens nach auch Erdbeben. Wenn er sich Erdbeben kann, Alter. Dann sind wir am Start. Fucking Pikachu. Warum setzt ihr alle Pikachu ein? Die sind komplett overrated. Overrated. Mit Doppel-D. Richtig scheiße. Leck mich, Pikachu. Führst jetzt das Rasierblatt und dann gehst du down, okay? Das ist der Plan für heute. Willst du so dem zustimmen, dass das so... Das war anders abgemacht, mein liebes Pikachu. Das war anders abgemacht. Aber okay, ich verzeih dir, wenn du einfach jetzt down gehst, okay? Ja? Haben wir uns da verstanden? Oh, wundervoll. Dankeschön. Das reicht fast für ein Level-Up. Hey, ich denke, das nächste Pokémon, es gibt uns noch ein Level-Up. Das heißt, Blattoman ist dann auf Level 16. Ich denke, wenn Blattoman auf Level 16 ist, könnte er es durchaus mit dem ersten Pokémon des Arena-Leiters aufnehmen. Wie es mit den anderen aussieht, ich habe keine Ahnung. Ich kenne bisher auch nur das erste. Und das war auf Level 14 und konnte Kraftkoloss. Was gegen ein Team aus Normal-Pokémon wie mein zu dem Zeitpunkt war natürlich nicht optimal ist. Au, ganz Donnerschlag, Alter. Das macht nicht viel Schaden. Fucking Elekid. Okay, du bist ja sowas. Hör auf, Donnerschlag zu machen.
Das mache ich ein bisschen wütend, weil ich keinen habe. Oh, wenigstens keine Paralyse. Wundervoll. Das bedeutet, auch dieser Kampf geht glorreich an uns. Auf Wiedersehen, du kleine Steckdose. Yeah. Level 16 für Blood-O-Man. Komm schon, entwickel dich, Blood-O-Man, entwickel dich. Schon. Shit! Oh Mann. Ganz kurz habe ich dran geglaubt, dass es sich entwickeln wird. Okay. Wie es aussieht, ist Blood-O-Man mehr so ein Spätzünder, so ein Spätentwickler. Auf Level 18 in der Region. Ah, das ist okay. Das bekommen wir hin. Das bekommen wir hin. Wir werden es schon auf Level 18 trainieren. Danke, Schwester. Bruder. Ich gehe jetzt. Oh Gott. Ich habe Angst, Leute. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Aber ich glaube, ich... Okay. Okay. Fangen wir an. Sparky! Ruff, ruff! Fucking Blitzer. Oh Gott, ich will nicht gegen ihn kämpfen. Okay. Finden wir es heraus, was er drauf hat. Finden wir es heraus. Also finden wir es wirklich heraus. Heraus. Im ersten Versuch kamen wir ja nicht weit genug, um es herauszufinden. Wir haben diesem Pokémon nicht mal die Hälfte abgezogen. Und dann waren wir raus. Und zwar endgültig. Das sollte nicht nochmal passieren. Friss! Du kannst Eisenschweif. Und der macht scheiß viel Schaden. Natürlich, Luxio. Was bist du eigentlich? Warum trifft der Eisenschweif die ganze Zeit? Meine Verteidigung sinkt, willst du mich verarschen? Ah, das hat nicht so geklappt wie gehofft. Er wird wieder Eisenschweif einsetzen. Ich kann für sie nicht reinhauen. Er hat Kraftkoloss. Mit Eisenschweif machen. Wie hoch ist denn deine Verteidigung? Okay, sie ist sehr viel zu niedrig. Kann ich mal anmerken, dass dieses verdammte Luxio einfach mal ein Monster ist. Und dass es nicht gut ist. Dass es einfach mal mein Pokémon komplett runterschwächt. Du setzt also auch einen Trank ein, okay. Okay, das ist gut. Oh, hör auf, Eisenschweif zu machen. Bitte weniger als die Hälfte. Das ist weniger als die Hälfte, okay. Wenn auch nicht so viel weniger als die Hälfte, wie ich mir gewünscht hätte. Oh, wundervoll. Okay. Der eine Eisenschweif, der daneben geht. Auf den habe ich gewartet. Yes! Das war's mit dir, Luxio. Jetzt muss ich auf jeden Fall rauswechseln. Blood-O-Man kann so nicht weitermachen. Mareep? Was ist Mareep? Keine Ahnung. Brain, wie sehen deine Werte eigentlich aus? Okay, Brain. Du bist dran. Ich wähle dich, Brain. Brain. Mareep. Ah, ein Voltilam. Okay. Du wirst hier Metall-Sound. Dead, warum auch immer. Ich denke, Voltilam sollte eventuell nicht das Schlimmste von allen Pokémon sein. Sollte mir sogar genug Zeit geben, damit ich einen Trank verwenden kann, um Blood-O-Man wieder komplett aufzuheilen. Was gut ist, mit komplett meine ich alles außer AP, aber das sollte euch schon klar sein, denke ich. Shit. Natürlich kommt jetzt die Paralyse. Wisst ihr was? Aber ich habe das Gefühl, dass hier... Hä? Ich dachte, mein Panaschau kommt. Ich habe das Gefühl, dass hier wird der Kampf von Brain sein. Glaube ich. Ja, das ist auch guter Schaden. Weil sowas, ich will noch besseren Schaden machen. Und dieses Voltilam hat dem Brain absolut nichts entgegenzusetzen. Problem ist nur... Der Brain ist paralysiert. Ich habe nur noch eine Heilung. Okay, wir brauchen erstmal einen Paraheiler. Sonst wird das hier alles nichts. Oh, es wird so viel. Es wird sehr viel zu knapp gerade. Okay, Metal Sound trifft. Das ist gut. Das bedeutet, es lädt sich auf. Das ist, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ah, ich kann nicht. Ich muss. Los. Thundershock. Sei stark. Sei so stark wie noch nie zuvor. Oh, er ist nicht stark. Oh Gott. Oh Gott, nein. Fuck! Okay, ich bin sowas von selber schuld. Ich sehe es ein. Oh, ich habe den Brain verloren. Fuck.
natürlich hast du noch einen Trank. Natürlich hast du noch einen. Reicht ja nicht, dass du meinen Pokémon gekillt hast. Ah. Darf ich zu meiner Verteidigung auch sagen, dass ich mir nicht sicher war, was Charge macht. Dankeschön. Jolt hier und ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Blattoman, dann ein... Oh, fuck, wir hätten Brain nicht verlieren sollen. Ich glaube, Brain wäre im Laufe des Spiels auch so nützlich gewesen. Ach ja. Fuck. Oh, Alter. Du machst ja nicht gerade verdammt viel Schaden, oder? Ich hoffe, das sieht... Was machst du da? Hör auf damit. Okay. Aber es macht nicht zu viel Schaden. Das ist gut gerade. Wäre natürlich noch besser, wenn es ein bisschen langsamer wäre. Allerdings habe ich noch eine Komplettheilung für mich. Und er hat, soweit ich das gesehen habe, nur Potions. Das ist gut. Für mich. Für ihn nicht. Er wird down gehen. Okay, Energiepuder. Blattoman komplett aufgeheilt. Ah, hör auf zu schlitzern. Der hat eine hohe Volltrefferquote. Lass das bitte. Wenn das ein Volltreffer wird, dann bin ich... Dankeschön. Oh Gott, war ich mir gerade sicher, dass das jetzt ein Volltreffer wird. Okay, das war Blitzer. Oh, so viele Erfahrungspunkte. Curse. Also was? Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass Curse uns auf jeden Fall mehr bringt als Panzerschutz, welche ich nicht verwenden werde. Und noch ein Level up. Oh, Level 18. Wundervoll. Sparky. Oh, spektakulär, elektrifizierend. Du hast den Orden definitiv verdient. Dankeschön, mein Guter. Blattoman entwickelt sich. Yes. Komm schon, Blattoman. Entwickel dich weiter. Ich weiß nicht mal, wie deine zweite Form heißt. Aber ich will, dass du dich weiterentwickelst und stärker wirst und dann vom Typ Boden bist. Das wird super. Grottel. Er ist jetzt ein Grottel, der Trottel. Wundervoll. Yay. Ich habe den Orden. Das heißt, ich kann auch Zerschneider außerhalb von Arenen einsetzen. TM24. Was ist TM24, mein Freund? Oh mein Gott. Ist Donnerblitz? Fuck. Wisst ihr, wie scheiße es ist? Oh. Es war auch so schon in sehr vielen Hinsichten scheiße, dass Brain jetzt gestorben ist. Machen wir uns da nichts vor, es war sehr, sehr erbärmliches Gameplay von meiner Seite aus. Hätte nicht passieren sollen. Ich habe sehr viel zu viel riskiert, was ich mir in keinster Hinsicht hätte leisten können. Der Brain ist down und der Brain wäre vermutlich so ziemlich unser stärkstes Pokémon geworden. Oder eins unserer stärksten. Machen wir uns nichts vor, Brain wäre wirklich sehr, sehr stark geworden. Sehr ärgerlich. Und er hat jetzt Donnerblitz. Ich meine, müssen wir überhaupt drüber reden, wie stark er dann wäre? Ah, egal. Wir haben es geschafft. Wir haben den Kampf sonst ohne Verluste bisher, oder das gesamte Spiel bisher ohne Verluste geschafft. Und das ist nicht verkehrt. Lebe Ruhe in Frieden, Brain. Ruhe in Frieden. Du wirst mir fehlen, Mann. Du wirst mir fehlen. Okay. Habe ich mich geheilt? Sollte ich vielleicht machen. Und ich sollte vielleicht was anderes an die erste Stelle packen. Ah ja, und ich muss auf Fields auch noch aufpassen, denn Fields ist noch überhaupt nicht stark und braucht scheiß viele Erfahrungspunkte. Das ist ganz wichtig, wird erst wirklich ab Level 30 stark. Aber dann, wenn es erstmal Level 30 ist, dann wird es wirklich stark. Bis dahin ist aber noch ein weiter Weg vor uns. Ja. Okay, Lady, ich verzieh mich. Und zwar würde ich mir einfach mal behaupten, dass wir da runter müssen. Wollen wir uns jetzt so ein Bullshit-Ticket? Ey, gib mir ein Bullshit-Ticket. 500. Yay! Ich glaube, das will ich doch, oder? Okay, ja. Ruhe. Gib mir irgendwas oder halt den Mund. Ich hoffe, die geben mir irgendwas und halten dann den Mund. Und ich hoffe, ich kann jetzt irgendwo weiter. Warte mal. Ninetales. Ich habe keinen Ninetales. Ich habe keinen Vulnona, Alter. Na gut zu wissen, wenn ich Vulnona habe, kann ich es da tauschen gegen irgendwas anderes. So, fahr dir mich jetzt weg. Ja. Da möchte ich hin. Das ist mir nicht fancy. Das ist mir nicht zu fancy. Dingensdings-Insel. Die Sirenai Isle. Mein Telefon.
Oh, MOP männlich, wo bist du? Was? Die Serenity-Inseln? Perfekt. Ich habe gehofft, du kannst für mich was liefern. Kannst du bitte... über eine Brücke. Okay. Ich soll zu seinem Labor rennen. Alles klar. Verdammt, das ist eine schicke Stadt hier. Gefällt mir. Bin ich ein Fan. Wie viel Geld habe ich noch? 3.100, das bedeutet. Ich habe mir durchaus 5. Ich hätte mir nicht so viele holen sollen. Ah, ich glaube, es waren zu viele Bälle. Gut. Shit, ich kann mir keine Heilung mehr kaufen. Ich glaube, es war dumm. Suchen wir aber mal nach dieser besagten Brücke. Von der Arena halten wir uns erstmal sowas von fern. Puh, ich kann nicht gar nicht sagen, wie wir uns davon fernhalten. Ich vermag es gar nicht in Worte. Das ist die Brücke, oder? Das ist doch die Brücke. Oh fuck, der will kämpfen. Ja, diese Brücke ist absolut exquisit. Ja, das wird sie wohl sein. Wenn du so sagst, du Schnösel, was hast du denn? Fuck! Okay. Okay. Dann ist also das passiert, wovon mir erzählt wurde. Die Pokémon neigen dazu, relativ schnell relativ stark zu werden. Und da sehe ich... Alter! Level 20, wirklich? Nur gut, dass er ein Wasser-Pokémon ist, wogegen ich sehr effektiv bin. Ansonsten hätten wir hier ein gewaltiges Problem. Verdammte Scheiße. Wenn da unten noch ein Trainer ist, dann gehe ich da nicht weiter. Das traue ich mich nicht. Ich weiß, dass da unten dann auch wilde Pokémon gibt, die wir auf jeden Fall fangen müssen. Dann gibt es nämlich sowas wie Lavita und sowas. Wurde mir gesagt. Das wäre sehr stark für uns. Level 15 für Tislup. Wundervoll. Keine Ahnung, was ein Gibbel sein soll. Oh fuck, ein Kaumalat. Bist du schon vom Typ Boden? Bist du nicht, oder? Doch, bist du. Oh! Critical Hit! Yes! Okay. Oh, Marvelous. Ja, ich habe sehr Marvelous gekämpft. Ich bin auch begeistert. Ja, danke. Welcome to unsere Insel. So, vom Leuchtturm wurde mir gesagt, sollte ich mich auch erstmal noch fernhalten. Oh Gott. Ich muss mich ja von so vielen Dingen fernhalten. Allerdings würde ich ganz gerne die Brücke jetzt noch weiter erkunden. In der Hoffnung, dass die anderen Trainer nicht so absurd stark sind. Ich meine, ich muss hier irgendwo auch ein hohes Gras oder so finden, wo ich trainieren kann. Ich muss mein Pokémon mindestens im Durchschnitt auf Level 18 bringen. Sonst werden wir verkacken. Und dafür brauche ich irgendwo wilde Pokémon. Fuck, sind noch mehr Trainer. Ich traue mich nicht. Ja, halt den Mund. So, wir erkunden weiter. Hey, da ist ein Typ im Pool. Schön für ihn. Was ist da? Fusion Resort, okay. Interessant, denke ich. Gehe ich da schon rein? Oh, ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt jetzt schon hin will und wo nicht. Ich hätte gerne eine Angel. Wenn ich mal ehrlich sein soll. Fuck, und von da komme ich. Hat jemand eine Angel für mich? Ein super Tag zum Fischen. Ich gebe dir keine Angel. Arschloch. So, was ist mit dir? Okay, okay. Mit dir? Okay, ja. Spannend. Du? Okay, du hast auch viel zu sagen. Ich sehe schon. Leute. Ich muss jetzt leider fragen. Das heißt leider, ich muss fragen. Wie soll ich jetzt taktisch am besten... Ich meine, Leute, die das Spiel nicht kennen, ihr müsst wissen. Das ist ein schwerer Hack. Das ist ein sehr schwerer Hack. Habt ihr gesehen? Der Arena-Leiter, sein stärkstes Pokémon war auf Level 17 und da unten ist ein Trainer, der ein Level 20er Pokémon einfach mal so hat. Das könnte zu einem Problem für uns führen, deswegen. Alle Leute, die das Spiel kennen, wo muss ich am besten jetzt hin, wenn ich trainieren will? Welche Route will ich einschlagen? Wo will ich hin? Wo kann ich jetzt am besten trainieren? Das wäre wichtig für mich und sagt bitte nicht in diesem komischen Kraftwerk das. Oh, das wäre schrecklich. Ja. Sagt es mir, dann werde ich trainieren und dann sind wir auch am Start, weil so wie ich aktuell bin, vom Level her... So können wir nicht weitermachen. Ich meine, Blattoman,
Ich glaube, Lattoman wäre okay, aber die anderen drei, die werden zerstampft. Die werden in der Luft zerrissen und dieses Risiko kann ich nicht eingehen. Ich kann es mir nicht leisten. Wir haben schon den Brain verloren, was schon ärgerlich genug war. Und dumm genug. Ja, deswegen würde ich sagen, helft mir weiter und wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Glazed wieder. Bis dann. Gute Nacht.